Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Illusion of Time. Und wir haben endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ja, nach unserer fast einmonatigen Odyssee über die sieben Weltmeere konnten wir letztendlich doch noch vor Kara gerettet werden. Und das haben wir alles diesem Mann hier zu verdanken. Na, wo wir eher seinem Hund, weil ich glaube, er hat die meiste Zeit hier die Wand angestarrt und sich gefragt, warum er auch keine Küche hat. Oder nicht zumindest ein Bücherregal, mit dem er kochen kann. Nee, ich glaube, hier in diesem Spiel kocht keiner. Die essen alles roh hier, weil Küchen werden überbewertet, ich weiß es nicht. So, hier gibt es ein Juwel, das man auch gerne mal übersehen kann und hier kommt man auch nicht wieder hin zurück. Das heißt, man sollte es auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, was hier folgt, ist jetzt die wahrscheinlich beste Interpretation eines Lautes, den Hunde von sich geben, die ich je in einem Spiel gehört habe. Ja, ungelogen. Gebell, gebell. Nicht das Mainstream-mäßige Wuff, Wuff oder Wow, Wow. Nein, Gebell, Gebell. Ich weiß nicht, ich habe das schon so oft gelesen, aber ich finde es irgendwie total grandios. Keine Ahnung. Ich hätte meinen Hund das nachsynchronisieren lassen müssen. Ja, der klingt nämlich ähnlich. Naja. Und Kara ist natürlich auch noch da. Zum Glück, Fragezeichen. Der Hund heißt Gobbelhuf. Ist er nicht ein treuer Gesell? Los, lass uns gehen. Vielleicht treffen wir Lily, Lance und Erik, die zufälligerweise genau hier auch angespült sein sollten. Oder wie soll ich das verstehen? Naja, so zogen sie denn aus nach Freja. Wobei, wir müssen Kara dankbar sein, denn ohne sie hätten wir wahrscheinlich Skorbut nicht überwunden. Sie hat uns immer ausreichend Obst gegeben. Das war sehr nett von ihr. Denn Skorbut ist ja eine Krankheit, bei der einem Vitamine fehlen. Und durch ausreichenden Obstverzehr kann das Ganze wieder, kann der Bedarf wieder gedeckt werden. Nur das nochmal als Randinformation. So. Freja, die Blütenstadt. Fantastisch, welch eine prächtige Stadt. Ich hoffe nur, dass die Bewohner genauso sind. Wow, da ist er schon wieder. Den kenne ich doch irgendwoher. Seid willkommen, Fremde. Wisst ihr schon, wo ihr übernachtet? Nein, noch nicht. Wir suchen jemanden. Warum beginnt ihr eure Suche nicht hier? Warum nicht? Ich bin ohnehin müde. Einverstanden, Will. Verzeihung. Einverstanden, Will. Lass uns hier übernachten. Mal davon abgesehen, dass ich mit dem Rechtschreibfehler nicht einverstanden bin, bin ich auch nicht damit einverstanden. Aber ich glaube, Kara hat in unserer Beziehung die Hosen an. Definitiv. Auch wenn ich diese Beziehung mittlerweile bereue. Aber man tut auf einem Floß gerne mal was, was man bereut. Vor allem, wenn man 21 Tage darauf festhängt. Naja, jetzt sind wir irgendwie in der Soße und müssen jetzt irgendwie wieder raus. Zuerst sind wir aber in Freja, der Blütenstadt. Und hier gibt es Juwelen zu finden und einige andere Sachen. Riech an dieser wundervollen Blume, sie duftet herrlich. Ja, ich glaube, die Leute sind hier grundsätzlich irgendwie high von dem Blütenduft, weil man sieht ja, es ist alles voll damit, überall regnet es Blütenblätter. Würde mich ja nerven, das Ganze irgendwie wieder wegzuwischen, aber jeder sucht sich seinen Wohnort ja selber aus. Hier ist ein kleiner geheimer Weg, der auch schon zu unserem ersten Juwel führt. Nämlich er hier, der lustige Mann in seinem lila Umhang. Ah, du hast die Abkürzung entdeckt. Manchmal ist das, was du als nichtig ansiehst, das Wichtigste. So ist das Leben. Nimm dieses Präsent von mir. Der alte Mann steckt etwas Geheimnisvolles in Wills Tasche. Free Candy gab es hier, ne? Ja. Ich weiß nicht. Man sollte niemals etwas von fremden Männern in lila Umhängen annehmen, wenn man sie nicht kennt. Aber das weiß Will noch nicht. Jetzt weiß er es. Er hat uns einfach so ein Juwel gegeben für nichts. Ich stelle das mal in Frage. Ich glaube, er hat uns Koks in die Taschen getan und wir sollen das irgendwie einen Mann bringen. Ich weiß es nicht. So. Oh, wie sieht's denn hier aus? Mensch, Junge, du könntest doch mal wieder aufräumen hier. Keine Angst, es war kein Einbrecher, der hier wütete. Ich dachte nur, dass du dich so vielleicht wohler hier fühlst. Ja, klar. Und ich denke mir, vielleicht fühlst du dich mit einer Faust im Gesicht auch viel wohler. Wollen wir das herausfinden, nachkommen? Ich gehe da nicht drauf ein, auf seine Beleidigung. Jeder muss so lieben, wie er es für richtig hält. Wenn er als Messi leben möchte, warum nicht? Ich meine, ich werde niemandem erzählen, wie er zu leben hat. Das ist nicht meine Aufgabe. Und wenn er das auf andere Personen schieben möchte, dass er ein Problem hat, dann gerne. So. Hallo, ich habe mir heute die Haare blau gefärbt. Deine roten Haare sind auch nicht schlecht, aber blau finde ich besser. Es ist gerade in Mode. Mal davon abgesehen, dass meine Haare nicht rot sind. Ist es jetzt irgendwie schlüssig, dass alle blaue Haare haben, auch im Südkap, ne? Denn, wie sie gerade sagt, es ist im Trend. Und ich hasse so Wörter wie Trend. Ne? Oh, Trend, da will ich gar nicht so viel zu sagen, aber ich hasse es, wenn man wirklich jedem Trend hinterherlaufen muss und sagt, oh, das ist jetzt irgendwie in und das ist out und, oh.
Ich will dazu nicht so viel sagen. Was haltet ihr davon? Seid ihr Trendsetter? Schon allein dieses Wort, Trendsetter. Muss ich dazu noch mehr sagen? Naja, egal. Ich glaube, ich habe meine Meinung dazu geäußert. So, oh, schon geht Kara mir fremd. Mit Hotel Guy 1. Hier ist das Hotel. Lass uns ein Zimmer nehmen. Ja. Erzähl, was ist passiert. Nun gut, so seid denn meine Gäste. Ich werde dich hypnotisieren. Du wirst mir alles erzählen. Und warum erinnerst du dich nicht an uns? Wir waren doch gerade noch in deiner Hütte unten am Meer. Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich wieder die Klonarmee unterwegs. So, gehen wir ins Hotel. Es ist tatsächlich Lily und sie kann über Blumentöpfe gehen, ohne dass sie kaputt gehen. Es ist Zauberei. Kommt herein. Will und Kara? Lily? Bist du es, Lily? Ich war so besorgt. Über einen Monat lang waren wir getrennt. Ich habe in diesem Hotel gelebt und gearbeitet. Lance ist im Raum rechts. Lance! Lance hat überlebt! Unser guter alter Kumpel. Geh ich doch sofort hin, wenn ich das Juwel geholt habe. Ja, ja. Nein, mein langjähriger Sandkastenkumpel ist nicht so wichtig wie das Juwel. Ich muss ja auch sehen, wo ich bleibe. Wie will ich denn irgendwann mal mein Haus kaufen, wenn ich nicht genug Geld habe? Ja, hier ist ein Juwel. Wusste ich noch. Juwel Nummer 2 für Freya. War hier auch noch was? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber auch hier, es ist ein Hotel, aber es gibt keine Küche oder sowas. Nee. Die Leute, es ist wahrscheinlich Selbstverpflegung oder es gibt eine Minibar oder irgendwas. Ich weiß es nicht. So. Lance, Kumpel, was geht? Die sagt mir, ich wisse nicht, wer ich bin. Ist das nicht sonderbar? Ich weiß nicht, wie ich heiße und wo ich bin. Nicht gut. Lance leidet unter Amnesie. Oh nein. Wo ist Erik? Ich habe ihn seit letzter Nacht nicht mehr gesehen. Was kann passiert sein? Ja, Erik hat's auch überlebt. Können wir ja froh sein, nicht wahr? Ich bin froh, dass alle in Sicherheit sind. Nur... Ja, nur wäre da ein kleines Problem. Wir könnten Lance jetzt irgendwas erzählen. Wir könnten ihm auch erzählen, dass er irgendwie ein Scheich ist in irgendeinem reichen östlichen Ölstaat. Und der würde es uns abkaufen, aber das wäre ja nicht so nett. Das ist jetzt mies. Moment, was war hier? Ah ja, hier können wir auch noch reinschauen. Mit der Frau reden. Höre meine Warnung. Treib dich nicht in dunklen Gassen herum. So wie eine Rose Dornen hat, hat auch diese Stadt ihre schlechten Seiten. Ich finde das immer erstaunlich, ne? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr geht in ein fremdes Haus, ja? Anstatt dass die Leute sagen, was erlaubst du dir einfach in mein Haus zu kommen, sagen sie dann irgendwelche Weisheiten. Ich meine, das werde ich demnächst auch so machen. Wenn jemand bei mir in mein Haus kommt, ohne dass ich ihn frage, werde ich ihm sagen, irgendeine Weisheit sagen, so wie, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Das wird ihn wahrscheinlich dann so verwirren, dass er dann wieder aus dem Haus geht. Wahrscheinlich ist das das Ziel der Leute, ich weiß es nicht. Findet ihr das nicht seltsam? Ich weiß, es ist ein RPG, aber ja. So, ich bin der Juwelier. Ja, den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Und der nimmt meine Juwelen und dann habe ich auch schon 13. Dann erhöht sich unsere Lebensenergie und meine Stärke. Denn, wenn wir mal auf die Liste gucken, dann haben wir schon 12 oder 4 von den insgesamt 8 möglichen Verstärkungen erhalten. Und das ist doch schön. Gut. Es gibt aber noch ein paar Juwelen, die wir hier holen können in der Stadt. Die möchte ich auf keinen Fall verpassen. Ich muss gerade überlegen. 2 habe ich und ich glaube, 2 gibt es auch noch. Bin mir gar nicht sicher. Ich jump mal erstmal hier runter. Mitten auf den Balkon von ihm hier. Ich bin erschrocken. Jemand ist vom Dach gestürzt. Welch ein trefflicher Sprung. Was bin ich Ihnen für diese Vorstellung schuldig? Hier. Klatsch. Kinder, wenn ihr das auch macht, werdet ihr wieder in den Keller gesperrt. Ja. Ein liebevoller Vater. Ich denke, hier sollte man auch wieder das Jugendamt einschalten. Wäre angebracht. Ja. Oben sieht es furchtbar aus. Du musst verzeihen. Ja. Wahrscheinlich auch, damit ich mich wohler fühle, oder wie sieht's aus? Erwischt. In flagranti. Für unsere Beziehung ist es besser, sich nicht den ganzen Tag anzusehen. Ja. Da hatte ich doch... Was war das noch genau? Das ist, wenn Leute in einer Beziehung sind... Und beide zu einer Person verschmelzen, wenn die andere Person die Sätze vervollständigt, die die eine Person angefangen hat, ne? So weit ist das schon. Die sind noch tief verliebt. So war das doch, ne? Wo gehe ich jetzt hin? Genau, jetzt habe ich hier soweit, glaube ich, erstmal alles erledigt. Jetzt gehen wir in die düstere, in den düsteren Teil der Stadt, nämlich in die Slums, ja. Und hier herrschen die lilanen Kapuzenträger. Verlasst die Stadt, wenn euch euer Leben lieb ist. Ja, die sind äußerst freundlich. Ich lebe mein Leben mit Spaß und Freude. Sieht man, ne? Ich setze mich auch mal neben eine Mülltonne und freue mir den Ast. Du hast das Juwel der Kraft gefunden. Genau, in der Mülltonne war ein Juwel. Warum man sowas wegschmeißen sollte, ist natürlich auch die Frage. Wo ist er hingegangen?
Einer der Sklaven ist entkommen. Hast du ihn gesehen? Das mag wohl sein. Informier mich, falls du ihn siehst. Ja, man muss dazu sagen, in dieser Stadt hier herrscht die übelste Sklaverei. Also diese lilanen Kapuzenträger, das sind die übelsten Sklavenhändler. Und ja, das ist nicht wirklich schön. Also das ist hier gerade ein sehr gutes Beispiel, ne? Dass eine Stadt auch ihre Schattenseiten hat. Und hier diese lustigen Leute. Er wollte ja von mir wissen, wo ein Sklave ist, der entlaufen ist. Dazu kommen wir später noch, das wird nämlich noch wichtig. So, ach ja, er ist auch interessant. Niemand bietet dir eine so tolle Show wie ich. Bleib hier und staune! Dankeschön! Ja, er hat erst zu mir mein Gesicht abgefackelt und dann seine Haare. Nee, so eine Show habe ich definitiv noch nicht gesehen, das muss man schon sagen. Ja. Und diese Show wird es wahrscheinlich kein zweites Mal geben, wenn er das... Na gut, wenn er das überlebt, dann vielleicht schon. Ne? So, was stehst du da? Komm nicht hierher, geh nach Hause. Ja, der nimmt sich schon ziemlich wichtig. Denn hier ist das Sklavencamp. Ja. Bald schon werden wir verlagert. Ich versuche nicht mehr zu denken, um nicht meinen Verstand zu verlieren. Ich glaube nicht an die Götter. Wenn es sie gäbe, wären alle Menschen gleich. Ihr seid alle gleich übrigens, ihr seht alle gleich aus. Ne? Alle diesen grünen Rauschebart. Ich weiß es nicht, es ist... Ja, aber es ist schon traurig. Die werden hier als Sklaven gehalten und keiner tut was dagegen, weil Polizei gibt es hier nicht. Wir sind im Mittelalter. Ja. Soll ja doch angeblich das Mittelalter sein. Und ihn habe ich jetzt einfach mal eiskalt ausgetrickst. Ne? Ich bin einfach mal oben über das Dach gesprungen. Aber er hat keine Ohren, denn sonst hätte er es ja gehört, aber... Naja. So. Schon bald wird eine böse Macht von der Erde Besitz ergreifen. Das Ende naht. Ich weiß nicht, von wem die Prophezeiung stammt, aber sie ist eine Lüge. Ich muss sie verdrängen. Ich habe ja so eine Ahnung, aber ich möchte dazu noch nicht so viel sagen. Wir sind auf dem Sklavenmarkt. Ja, hier werden die ganzen Auktionen getätigt. Diese Sklaven sind im gleichen Alter wie du. Denk daran, es gibt überall Menschen, die so leben wie diese hier. Wenn ich an deiner Stelle wäre, hätte ich große Angst. Ich habe keine Zeit, um mir über andere Leute Gedanken zu machen. Ich habe selbst genug Probleme. Ja, traurig. Hey Kleiner, dies ist kein Ort für kleine Kinder. Verschwinde. Oder bist du etwa hier, um einen Sklaven zu kaufen? So ist es, werter Mann. Man sieht mir den Reichtum doch an. Nun denn, ich glaube dir zwar nicht, aber du hast Mut. Schau dich also um, Kleiner. Ja, und vielleicht erinnert ihr euch an das Floß, wo dieser Topf kam mit den Sklaven. Das sind nämlich genau diese Typen hier. Ich bin Sam. Letzte Nacht befreite uns ein Mann namens Erik aus den Klauen unserer Peiniger. Doch kurze Zeit später wurden wir wieder gefasst. Nun wird Erik in einem Haus der Stadt festgehalten und verhört. Hilf ihm, Fremder. So, und hier muss man sagen, Erik hat sich wieder rehabilitiert, denn diese Aktion, die muss man ihm echt hoch anrechnen, ne? Einfach mal so Sklaven zu befreien, selbstlos. Das, ne, muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Ich bin Remus. Als unser Vieh verschwand, hatten wir nichts mehr zu essen. Das Schicksal machte uns zu Sklaven. Wir konnten nicht ahnen, was uns erwarten würde und wo wir landen würden. Mein Name ist Imas. Ich kam mit dem Schiff aus dem fernen Asien hierher. Ich gehöre einem Jägerstamm an. Wenn wir Hunger haben, jagen wir Tiere. Alle Tiere in unserem Gebiet wurden Opfer einer unbekannten Seuche. Diese unbekannte Seuche, in der, wenn ihr euch erinnert, der Komet und so. Ja, der Komet spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem Spiel. Und was auch eine wichtige Rolle spielt, ist die Haarfarbe, denn in Asien hat man wohl gerne grüne Haare. Das ist wohl da momentan Trend. Ich weiß es nicht, weil sie waren alle wahrscheinlich aus Asien und hatten alle grüne Haare. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, aber ja. So, laufen wir noch ein bisschen über die Dächer. Einer der Hotelangestellten wurde von einem Sklavenhändler erwischt. Ja, hier. Dieser Sklave hier. Bitte verrate ihn nicht. Was mit mir geschieht, ist egal. Ich will nur, dass ihm nichts passiert. Ich habe einen der Sklaven aufgenommen, die gestern befreit wurden. Ich tat es aus Mitgefühl, doch ich werde ihn den Händlern wieder ausliefern müssen. Vor allem haben sie sich ein gutes Versteck ausgesucht. Wahrscheinlich ist er der Meinung, dass er so als Zimmereinrichtung durchgeht. Oder dass er dachte, die grünen Haare hinter der Pflanze, das sieht kein Mensch. Ne? Ernsthaft, was ist das für ein Versteck? Oben wäre doch wesentlich besser gewesen, aber na gut. Wahrscheinlich hat er sich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Oder er muss ihn ja eh wieder ausliefern, ich weiß es nicht. Aber das ist wichtig, dass wir das gemacht haben. Denn obwohl ich das jetzt, was wir jetzt machen, extrem falsch finde, ist es unmöglich, es anders zu machen. Wir müssen den Sklaven verraten. Ja. Ja, ich habe ihn gesehen. Moment. Doch, hier. Ich verrate es. Will verrät, wo sich der Flüchtling versteckt hält. Hab Dank, hier ist euer Lohn. Ja.
Ich muss sagen, ich finde das irgendwie extrem falsch. Also, dass man keine andere Möglichkeit hat, das Juwel zu beschaffen, ohne den Sklaven zu verraten. Finde ich ehrlich gesagt, ich finde es dumm, dass ich das jetzt machen musste. Ich speichere jetzt nochmal. Aber es gibt wirklich keine andere Möglichkeit. Also, nicht, dass ihr mir das vorhaltet, du bist voll der schlechte Mensch und so. Ne? Hättest doch was überlegen können. Hättest den zu Brei prügeln müssen oder so. Nein, das geht leider nicht. Das ist halt schade, aber ja. Wenn ich wirklich alle 50 Juwelen haben möchte, dann muss ich das tun. So, aber wir haben vorhin einen wichtigen Hinweis erhalten, nämlich, dass Erik gefangen gehalten wird, und zwar... Verlass die Stadt, wenn du den Morgen verleben willst. Habt ihr von jemandem namens Erik gehört? Der Name ist mir gänzlich unbekannt. Warum fragst du? Will, bist du das, Will? Rette mich! Sei still, verhalte dich ruhig. Öffnet oder ich werde die Türe eintreten. Nicht eintreten, sondern einschlagen. Ja, das war nur eine Attrappe, diese Tür. Deswegen konnte ich sie mit meiner Flöte zerhauen. Und schon hat er sich verpisst. Ja, so schnell geht das. Ich traue meinen Augen nicht. Du bist gekommen, mich zu retten. Wie hätte ich gedacht, dass mich hier jemand findet? Der Mann lief erschrocken davon. Ich versuchte, mich ins Lager zu schleichen, um die Brüder zu befreien. Doch ich wurde entdeckt und gefangen genommen. Die Sklaven müssen in der Diamantenmine arbeiten. Ich kenne den Ort. Bitte befreie sie. Will erfährt die Lage der Diamantenmine. Ja. Ich frage mich allerdings, wie der Typ sich so schnell aus dem Staub gemacht hat. Hat er sich in den Untergrundtunnel gegraben oder also durchs Fenster geflüchtet? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er eine Rauchbombe verwendet. Ja, aber wie Erik schon sagte, es ist ganz wichtig, dass wir die Sklaven aus der Diamantenmine befreien. Denn so kann das hier nicht weitergehen. Ich bin ein strikter Feind vom Sklavenhandel. Das müssen wir, auch wenn ich jetzt leider den Sklaven verraten musste, wie gesagt, es ging nicht anders. Ja, heiße ich nicht gut. Und deswegen werden wir im nächsten Part uns zur Diamantenmine aufmachen und hoffentlich da mal für Ruhe und Ordnung sorgen und alle Leute befreien. Und vielleicht sind Vilkara dann auch schon los. Vielleicht hat sie dann schon, vielleicht schläft sie dann schon mit dem Hotelangestellten, während ich weg bin. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. Bis zum nächsten Part.